Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable. Heute werden wir eine spannende Geschichte erleben und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie gut sie werden wird und was wir alles erleben werden. Da freue ich mich nun schon keine Ahnung wie viele Tage drauf. Und nun ist es endlich soweit, ein klein bisschen Story zu erleben. That's all I need. Ja, ich befinde mich jetzt hier auf der Unglücksrabenfarm und hier gibt es jetzt eine spannende Story dazu, denn es ist etwas mit Maya hier und ihrer Familiengeschichte und seitdem das Update rauskam dafür, für diese Quest, bin ich schon so gespannt, wie es weitergeht oder wie es anfängt überhaupt und was es da zu erleben gibt und das werden wir heute machen. So, eine Farm so weit draußen, sie sieht verlassen aus. Ob ich mich wohl dort ein wenig umsehen könnte? Ja, das finde ich jetzt ein bisschen komisch allerdings, weil wir haben uns doch auch schon früher mal hier auf der Sturmfarm umgeschaut. Also da haben wir doch eine Quest irgendwann mal gehabt, die zur Hauptstory gehört hat. Also wir waren hier halt auf jeden Fall schon mal, das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, aber egal. Wir gucken trotzdem alles mal an. Die Scheune ist voller Spinnenweben, aber den Spuren nach zu urteilen, wird sie gelegentlich geöffnet. Gelegentlich geöffnet. Sehr schön. Da hängen ein paar Notizen. Scheinbar wurden sie erst vor kurzem geschrieben. Montag Hühnerfutter kaufen. Mittwoch Schafe scheren. Freitag Filmeabend mit Alex. Ah, na klar. Ja, dann ist ja schon alles klar eigentlich, ne? Dass es von Maya ist. Okay, hier sind die Hühner, die man füttern soll. Die Hühner wurden kürzlich gefüttert. Der Käfig scheint eines der wenigen Dinge zu sein, die nicht komplett heruntergekommen sind. Gab es nicht schon irgendwie eine Story zu der Farm hier? So ein bisschen zumindest? Oder irre ich mich ja jetzt total? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Also ich bin fast super sicher, dass da mal was war. Dieses Gebäude sieht aus, als würde es gleich auseinanderfallen. Hier lebt sicher schon eine ganze Weile niemand mehr. Ein Pferd. Wo denn? Ach, da! Oh, wie schön. Oh, scheuch alle. Alle Schafe auf. Oh, ich habe übrigens mal ein Video gemacht zur Unglücksrabenfarm. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das verlinke ich mal. Das ist auch ganz spannend. Oh nein, Maya. Was hat es mit diesem Pferd auf sich? Also da habe ich wirklich gar keine Ahnung, was es sein könnte. Okay, gehen wir einfach mal nachschauen. So, Maya. May, ich möchte dich eigentlich gerne May nennen. Mandy, ich bin es, Maya. Was machst du denn hier? Du bist sicher überrascht, hier jemanden anzutreffen, bei dem Zustand, in dem die Farm ist. Dieser Ort ist die Farm meiner Familie. Einst war sie unser Zuhause, aber du hast ja gesehen, wie sie jetzt aussieht. Auch wenn ich es mir nicht leisten kann, die Gebäude zu reparieren und hier zu leben, kann ich zumindest nach den Tieren sehen. Du kümmerst dich ganz alleine um die Tiere? Was ist mit deiner Familie? Wie schaffst du das nur? Ja, aber was ist mit deiner Familie? Meine Eltern reisen durch Jorvik und sogar darüber hinaus, um Arbeit zu finden. Sie schicken genug Geld, um die Tiere zu versorgen, aber mehr können sie nicht tun. Wir haben nicht genug Geld, um die Gebäude auf der Farm zu reparieren und in diesem Zustand ist es unmöglich, hier zu leben. Durch den Zustand der Ställe konnten wir nicht einmal die Pferde behalten. Stell dir nur vor, eine Familie auf Jorvik ohne Pferde. Egal wie sehr ich es auch versuche, auf diesen Feldern wächst kein einziges Pflänzchen. Aber ich werde nicht aufgeben. Eines Tages kehren wir hier zurück und leben wieder als Familie zusammen. Das weiß ich einfach. Aber zuerst muss ich die Schafe zurückholen. Ich hatte keine Zeit, das Tor zu reparieren. Und ohne eigenes Pferd wird das Ganze Tage dauern. Ja, da gab es ja so viel
ja, wie nennt man das? Mystik, würde ich fast sagen. So viel Gerede immer über diese Farm hier. Was ist hier passiert? Was hat es mit den Schafen auf sich? Da wurde gesagt, die wurden mal verwandelt und jetzt sind sie hier als Schafe, die Bewohner und alles drum und dran. Und jetzt erfahren wir, das gehört halt einfach irgendwie Mayas Familie. Moment, du hast Stormfall. Du kannst mir helfen, die Schafe wieder zurückzutreiben. Die Schafe sind so lieb und kommen mit uns zurück, wenn du sie nur freundlich fragst. Ich hoffe, eine Reiterin mehr macht dir nichts aus. Stormfall? Alles klar. So, Schafis, was macht ihr denn da? Kommt alle zurück. Oh Gott, hier sind, glaube ich, sehr viele, die die Schafe einfangen wollen. Wir fangen einfach mal ganz hinten an. Da ist sonst eins. Ja, komm, wir fangen wirklich hinten an. Oder ziemlich weit hinten zumindest. Hier. Du, Schaf. Kommst du jetzt einfach mit? Das wäre total zauberhaft. Wenn ich so eine Schafherde hinter mir hätte gleich. Oh mein Gott. Es kommt wirklich mit. Ach, wie cool ist das denn? Okay, ich bin gespannt. 7 Schafe. Hi. Oh. Da läuft es wieder weg. Kommst du jetzt auch mit? Jawoll. Schafherde. Ja, mal gucken, was es mit dem Pferd dann auf sich hat. Guck mal, passen wir hier durch? Denn hier ist irgendwo noch eins. Ausschau halten. Das müsste doch direkt vor mir stehen hier irgendwo. Hallo Schaf, wo bist du denn? Ah, da hockst du einfach. Ja, bitte komm mal mit. Sehr freundlich. So, da haben wir noch eins. Oh, das ist schon cool, wie die alle so hinterherkommen einfach. Okay. Wir sammeln natürlich alle sofort ein. Okay. Oh nee, warte. Nein, nein, nein. Das geht ja gar nicht. Die Schafe können hundertprozentig nicht springen. Ich wollte jetzt einfach rüberspringen. Das geht natürlich nicht. Ich muss auch an die Schafe denken. Gehen wir halt außen rum. Warte mal, da runter müssen... komm, gehen wir erst runter. Alles okay mit euch da hinten? Boah, ist das nicht ein bisschen steil für euch? Komm, dann gehen wir hier lang. Ah nee, da geht's gar nicht lang. Bleibt ihr dann stehen? Ich hoffe, sie laufen jetzt nicht wieder zurück, wenn ich mal ganz kurz... Ah nee, warte mal, aber... Das ist natürlich jetzt nicht so klug. Die legen sich auch wieder hin, wenn sie stehen. Oh nee, bleibt jetzt da. Die bleiben jetzt da. Ach so, ja, kein Problem. Das ist sogar eigentlich ganz gut. Besser, als wenn sie jetzt wieder zurücklaufen würden. Meine Familie hätte klar sein müssen, dass es zu schön war, um wahr zu sein. Eine Farm dieser Größe, die so günstig verkauft wird. Als wir merkten, dass der Boden trocken und unfruchtbar ist, war es schon zu spät. Jetzt können wir nur noch die Scherben aufkehren. Das ist natürlich echt dramatisch. So, kommen Sie bitte mit. Schaffst du es hier hoch, Schaf? Oh, ich zweifle dran. Mal gucken. Doch, es ist ein Bergsteiger-Schaf. Sehr schön. Dann können wir direkt hier das vorne auch noch einsammeln. So. Bitte mitkommen. Es ist nicht einfach, von meiner Familie getrennt zu sein. Meine Geschwister leben am anderen Ende der Insel, bei unseren Großeltern. Aber ich habe mich entschieden, im Südwesten von Jorvik zu bleiben. Was soll ich sagen? Es gibt Dinge, die mich Es gibt Dinge, die mich hier halten. Errötet. Sag mal, was läuft da eigentlich zwischen Alex und Maya? Also ganz ehrlich mal, da läuft doch was. Das ist doch nicht einfach nur so eine Freundschaft. Kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwas ist da im Busch bei denen. Warte mal, komme ich hier hoch? Warum läuft das Schaf auf dem Berg? Schafi, warum tust du das?
Dieses Land ist so schön mit seinen wogenden Feldern über dem Silver Song River. Hier gibt es so viel Potenzial, denkst du nicht auch? Eines Tages werde ich hier mit meiner Familie ein glückliches Leben führen, das spüre ich. So, und dort ist auch das letzte Schaf. Ja, kommt mit, meine Guten, kommt mit. Achso, weiterklicken. Hier können wir durch. Ja, bitte folgen Sie mir. Oh, ich wollte... Ah, die gehen über die Mauer. Gehst du da auch über die Mauer? Tatsächlich. Oh mein Gott, da mache ich mir so viele Gedanken. Wer von euch... Ah, okay. Und Stormy rennt einfach gegen die Mauer. Okay, sie sind wieder da. 5, 6, ja, das sind alle. Du hast das einsame Pferd da draußen auf dem Feld auch gesehen, oder? Es gehört nicht uns. Wir können hier keine Pferde halten. Können wir nochmal zusammen dorthin? Vielleicht erkenne ich es wieder. Es könnte zu einer Farm in der Nähe gehören. Na klar. Oh Gott, dieses Mäh hier. Gemäh. Okay, Stormy. Schnell hin. Mit Stormy übrigens auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen. Deswegen dachte ich, hey, Stormy, let's go. Ein kleiner Ausritt kann nicht schaden. Okay, wo ist denn das Pferd? Oh. Es ist voll schön. Und Maya hat sich wahrscheinlich auch gleich verliebt. Da ist es also, das mysteriöse Pferd. Es kommt mir nicht bekannt vor. Sie trägt keine Reitausrüstung. Könnte es ein Wildpferd sein? Warte, sie bewegt sich irgendwie seltsam. Könnte sie verletzt sein? Aber wir müssen näher ran, um das sicher sagen zu können. Oh, sie bewegt sich wirklich seltsam. Um das Pferd zu beruhigen, musst du dich ihm nähern und tätscheln. Du musst zu Fuß mit ihm gehen. Du solltest nur näher rangehen, wenn das Pferd ruhig ist. Okay, kennen wir. Wenn es grün ist, gehen wir näher ran. Ja, Fragezeichen. Grün. Haben wir schon mal irgendwo gemacht. Bei irgendeiner Aufgabe. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja, am besten bleiben wir dann gleich mal stehen. Ja, so klappt das am besten. Ja, du brauchst gar nicht so skeptisch sein. Nee, komm. Wir sehen doch total vertrauenserweckend aus. Ich würde dich ja gern tätscheln, aber so wird das nichts. Oh, es ist noch grün. Ah, ich komme noch nicht ran. So, tätschel, tätschel. Ah, wie schön. Ein starkes, unabhängiges Pferd. Na du? Du bist wirklich richtig hübsch. Muss man ja schon sagen. Oh, ein neues Pferdi. Das Pferd ist ein wenig schreckhaft, aber hinter seiner Lebhaftigkeit erkennst du einen starken Willen. Sie scheint sich ein wenig beruhigt zu haben. Ich werde sie mir mal etwas genauer ansehen. Ja, genau wie ich es mir gedacht habe. Sie hat eine etwas unglückliche Verletzung am Bein zugezogen. Sie braucht medizinische Hilfe oder sie wird weiter Schmerzen haben. Es ist wohl offensichtlich, aber der Umgang mit verletzten Pferden ist nicht meine Stärke. Hast du irgendeine Idee, was wir tun sollten? Bandagieren wäre nicht schlecht. Bringen wir sie zu Hugh? Oh, auf Südhof, ja. Ich habe von diesem Gloom Man gehört, der sich um verletzte Pferde kümmert. Was? Gloom Man? Ich denke mal, wir bringen sie zu Hugh. Natürlich, Dr. Shepard wird genau wissen, wie man ihr helfen kann. Wir müssen den Weg nach Südhof schon langsam und vorsichtig angehen. Aber wir können natürlich auch den Anhänger benutzen. Wir sollten uns schnell nach Sutuf aufmachen. Ich will nicht, dass sie noch länger leiden muss. Sie ist wirklich liebenswert, oder? Ich könnte schwören, sie hat gegrinst, als du dich an sie herangeschlichen hast.
Darf ich dich reiten, mein Mädchen? Wir müssen dich zu Dr. Shepard bringen, damit er sich dein Bein ansehen kann. Na, reiten ist nicht so gut anscheinend. Oh, ganz ruhig, alles okay. Wir meinen es nur gut. Ich muss nicht auf dir reiten. Du kannst auch neben uns herlaufen. Ja, das klingt anscheinend schon viel besser. Sie ist scheinbar recht stur. Tut mir leid, Stormfall. Du musst mich nochmal mitnehmen. Okay, kommst du dann auch jetzt ganz alleine mit? Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Okay, wir müssen tatsächlich dann nach Südhof. Da würde ich doch wirklich... Oh, das ist ja voll brav, wie sie mitläuft. Voll schön. Okay, sie macht auch Galopp. Ja, Pferdetransporter. Ich hoffe, das klappt mit dem Pferdetransporter. Maya hat gesagt, ja. Dann verlasse ich mich mal drauf, dass das auch wirklich funktioniert. Welcher ist dichter dran? Nee, ich glaube, der hier ist doch dichter dran, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher. Gehen wir mal hier lang. Solange sie mitkommt, ist alles gut. Okay. Dann lassen wir doch mal das Mädchen verarzten. Ganz genau. Bist du da? Ja. Immer mal umdrehen, man weiß ja nie so richtig. Okay, wir müssen hoch. Bitte folgen Sie mir. Folgen Sie den Straßenverlauf. Transporter. So. Ja, musst auch gar nicht skeptisch sein. Einfach hier mit in den Transporter. Und auf nach... Nein. Südhof. Let's go, Südhof. Oh Gott, was ist hier los? So viele Leute und das Pferd ist tatsächlich mit dabei. So, Hugh. Come on. Hilf unserer neuen Stute. Ein paar Besucher sind auf unserer kleine... Was? Ein paar Besucher sind auf unsere kleine Halbinsel gekommen. Hallo, willkommen. Was haben wir denn hier? Ein verletztes Pferd? Jawohl. Dr. Shepard, hi. Manny und ich haben dieses Pferd gefunden, als es auf meiner Farm in den vergessenen Feldern herumstreifte. Uns ist aufgefallen, dass sie seltsam läuft, aber, und wir glauben, sie könnte vielleicht verletzt sein. Das klingt nicht gut. Aber sie ist hier am richtigen Ort. Die Rettungsranch ist perfekt ausgerüstet, um verletzte Pferde zu versorgen. Also dann will ich mir das mal genauer anschauen. Tut mir leid, wenn ich das so komisch spreche, aber das passt total gut gerade. Ich sehe, wo das Problem liegt. Die Verletzung ist nur oberflächlich, aber umso länger sie das Bein belastet, ohne es zu bandagieren, desto schlimmer wird es. Es war richtig von euch beiden, sie so schnell herzubringen. Danke, dass sie sich an... Sie sich ansehen, Dr. Shepard. Oh Gott, so viele sich. Können Sie sagen, wie lange es dauern wird, bis sie sich erholt? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Ich nehme sie für heute Nacht auf und dann schauen wir mal, wie sie sich weiterentwickelt. Ich kann sie nicht die ganze Nacht beaufsichtigen, aber ich werde mein Bestes geben, damit sie ihre Verletzung nicht verschlimmert. Ich melde mich freiwillig. Wie war das, Maya? Ich sagte, ich würde über Nacht bleiben, um sie im Auge zu behalten und so. Morgen ist sowieso mein freier Tag. Herrn Moland wird es also nicht stören. Das ist sehr aufmerksam von dir. Ich bin mir sicher, sie weiß deine Gesellschaft zu schätzen. Sie wirkt etwas verunsichert aufgrund ihrer Verletzung. Weißt du zufällig, wer ihr Besitzer ist? Oder wie sie heißt? Nein, wir wissen nicht viel über sie. Sie ist heute auf unserer Farm aufgetaucht. Vielleicht wurde sie bei der Arbeit mit Farmtieren eingesetzt. Sie hat es geschafft, meine ganze Herde auf den vergessenen Feldern zu verteilen. Da ist sie stolz drauf. Oh, das findest du lustig, was? Du Frechdachs.
Oh, wie schön sie sich hinlegt. Yay, dann wollen wir doch nochmal mit Yu reden. Mandy, hast du einen Moment? Also, um den Besitzer des Pferdes zu finden. Ja? Mir sind Spuren einer Kennzeichnung aufgefallen, anhand derer man den Besitzer identifizieren könnte. Aber sie scheint abgerissen worden zu sein. Habt ihr etwas in dieser Art gesehen, als ihr das Pferd gefunden habt? Wenn ihr euch nochmal auf den vergessenen Feldern umseht, findet ihr sie vielleicht. Falls du die Kennzeichnung findest, bring sie zurück meiner Kollegin in Jadaheim, um den Besitzer ausfindig zu machen. Bei ihr ist die Chance größer, dass sie den Besitzer des Pferdes kennt, als bei mir. Alles klar. Gut, das heißt, wir müssen tatsächlich wieder zurück. Ja, zurück zu den vergessenen Feldern. Maya kümmert sich in der Zeit hier um das Pferd, um das namenlose, mysteriöse Pferd. Und wir gucken uns nochmal auf den vergessenen Feldern um. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Aber ich könnte fast wetten, nicht. Weil es hieß ja irgendwie was mit neuem Pferd und so. Für Maya, also könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht tatsächlich irgendwie ein Wildpferd ist oder sowas. Schwierig, schwierig. Oh mein Gott. Was ist denn los mit mir? Warum finde ich denn das so witzig, mit Puke zu reden? Okay. Vergessene Felder. Willkommen. Okay, da ist auch nur ein Teil, wo man suchen muss. Und wer läuft hier so rum? Die Jessica. Einfach Jessica. Und dann haben wir hier noch Vanessa. Ah, warte. Ist hier denn irgendwo was? Da. Also, wo finden wir diese Kennzeichnung? Eine gute Frage. Ich werde weitersuchen. Sie muss hier irgendwo sein. Oh mein Gott. So viel. Okay. Ich meine, für Stormy ist das heute echt ganz toll, ne? Einfach mal überall hier nichts Interessantes gefunden. Einfach mal voll der krasse Auslauf, wollte ich was sagen. Ausritt. Ja, nichts Interessantes gefunden. Wie gesagt, also ich könnte echt wetten, dass wir auch nichts finden. Aber ich kann mich da auch ganz gewaltig irren. Nichts Interessantes gefunden. Okay, wie kommen wir da wieder hoch? Aber Stormy, du bist ein Bergsteiger-Pony, habe ich gehört. Du schaffst das. Ich meine, wenn die Schafe es schaffen hoch, dann schaffst du das doch allemal. Ah, das wollte ich gerade mitnehmen, aber nee, ich mache meine Tasche mal nicht voll. Die nehme ich mal mit, wenn ich die auch wirklich brauche. Oh. Das ist die Kennzeichnung. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich sollte sie zur Tierärztin in Jadaheim bringen. Alles klar. Auf zur Tierärztin in Jadaheim. Schnell mal abholen lassen. Dann geht es ein bisschen schneller, glaube ich, wenn ich jetzt wieder zurücklaufe. Ach, warte, was mache ich denn da? Ach Mensch, ich muss zu einem Pferdetransporter. Und dann auf nach Jadaheim. So. Jadaheim, Jadaheim. Let's go. So. Nicht die? Doch. Doch die. Okay. Wollte schon gerade sagen. Des Rätsels Lösung. Hallo. Oh nein, komm, ich muss normal reden. Hallo, was hast du denn da? Eine Kennzeichnung eines Pferdes? Lass mich mal sehen. Meine jahrelange Erfahrung als Tierärztin sagt mir, dass diese Kennzeichnung der Familie Jalasson gehört. Sprich mit Dorit Jalasson. Sie sollte auf ihrer Kürbisfarm auf der Koppelinsel unterwegs sein. Okay. Oh, ich komme auf diesen Tonfall nicht raus, ne? Dieses, ich weiß auch nicht. Das ist schon so ein bisschen computermäßig oder so, ne? So, hallo. Meine Erfahrung als Tierärztin sagt mir. Gott. Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Amina macht das Gleiche. Nee, Amina geht weg. Tschüss, Amina. War schön, dich kurz gesehen zu haben. Okay. Familie Jalasson. Dorit, wo bist du? Oder möchtest du Doris genannt werden?
Qual die Wahl. Qual die Wahl hier. Die Qual der Wahl, kann man auch sagen. Okay. Welche ist überhaupt die Dorset? Ach, die Ältere hier? Tatsächlich. Oh, ah, meine Rücken. Oh, hallo Schätzchen. Ich habe dich gar nicht gesehen, Mandy. Meine Augen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also, was bringt dich zu einer alten Dame wie mir? Willst du mir mit den Kürbissen helfen? vermissen sie ein Pferd? Ich? Soll ein ganzes Pferd verloren haben? Natürlich nicht. Ich glaube, ich würde es bemerken, wenn mir ein Pferd fehlen würde. Lass mich nachzählen. Moment, warte mal. Es fehlt tatsächlich eins. Wo ist sie jetzt? Geht es ihr gut? Ah, sie ist verletzt und jetzt auf Südhof. Sie hat sich verletzt, aber sie ist jetzt in guten Händen. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Sie ist verletzt. Wenn sie aufgepasst hätten, wäre das nicht passiert. Genau. sie ist verletzt und wird auf Südhof versorgt. Südhof? Wie ist sie denn dorthin gekommen? Ich nehme an, du hast sie wegen ihrer Verletzung dorthin gebracht. Hugh ist ein guter Kerl. Er wird sie wieder hinkriegen. Du fragst dich sicher, wie sie heißt. Ihr Name ist Ellie. Oh, schön. Schöner Name. Und wann immer sie die Chance kriegt, verschwindet sie von der Koppelinsel und streift auf Jorvik umher. Sie war schon überall. Im Spiegelsumpf, an der Rangerstation in Nebelfall. Und einmal hat sie sogar bis nach Schloss Machen Gast geschafft. Sie ist scheinbar eine echte Abenteurerin. Will nie lange an einem Ort bleiben. Wo hat sich Ellie dieses Mal herumgetrieben? Ah, sie war auf den vergessenen Feldern. Oh, dann war sie immerhin dieses Mal nicht so weit weg. Sie war nicht in der Nähe der verlassenen Farm, oder? Die von der Familie, die sich aus Jorvik verzogen hat? Den Ort sollte man meiden wie die Pest, das sage ich dir. Hallo? Nie? Naja, ich denke, dass du mir gesagt hast, wo Ellie hin ist und wie es ihr geht. Wenn du so lieb wärst, sie herzubringen, wenn sie sich wieder erholt hat, wäre das wundervoll. Vielen Dank, Mandy. Okay. Alles klar. Wo muss ich denn jetzt hin? Jetzt muss ich wieder nach Südhof. Okay, dann würde ich sagen, switchen wir jetzt schnell nach Südhof. So, in Südhof angekommen. Mal schauen. Ach, guck mal. Hier stehst du. Stormy. Okay. Wir haben die Besitzerin gefunden, Maya. Was? Er hat gesagt, das Pferd muss über Nacht bleiben, um sich auszuruhen. Aber wir können morgen früh wiederkommen, um nachsehen, ob sie sich schon besser fühlt. Oh nein. Ach so. Okay. Müssen wir tatsächlich bis morgen warten. Stimmt, da war ein Stop drin. Wurde mir auch gesagt mal. Na gut, dann müssen wir wohl bis zum nächsten Tag warten. Dann war es das für heute. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.